Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls 2. Beim letzten Mal haben wir Weltstadt besiegt und haben König Wendrick getroffen. Allerdings nicht so, wie wir das erwartet haben, denn der König ist, ja, zur Hülle geworden und wir haben irgendwie keine Antworten erfahren zu irgendwas. Und wir haben jetzt einen Königsring bekommen und der kann ein Königstor öffnen. Und die Frage ist jetzt, wo befindet sich dieses Königstor? Gut, ich meine, fairerweise muss man sagen, das konnte man früher schon mal gesehen haben. Ich bin natürlich in dem Let's Play jetzt mit Absicht da noch nicht hingegangen, weil ich wusste ja, dass wir da noch nicht hin müssen. Aber hier beim Schattenwald gab es ja im Prinzip drei Wege. Einmal den Weg zur vierten oder unserer dritten großen Seele, zu Freya. Dann, ich glaube, das war der Weg. Genau, der hat uns zum Schloss von Dranglake geführt. Und es gab ja auch noch einen dritten Weg und den gehen wir jetzt. Achso, warte mal, ich wollte doch aber jetzt eine neue Waffe mal benutzen, wenn ich mich recht entsinne. Ich wollte doch mal die Zwillingsklingen nutzen, da die habe ich doch extra auf plus 10 gebracht. Ach Gott, seid ihr die, die mich versteinern können? Warum lauft ihr weg? Ach, deswegen. Eine Falle. Na komm, fall wieder hin. Das ist nicht hingefallen, mein Großer. Das ist hingefallen. Sehr gut. Alter, das macht fast 1000 Damage insgesamt, hä? Au, ich habe das Gefühl, da hinter ihm läuft dieses Vieh die ganze Zeit, oder? Nee, das ist nur der Staub hier. Und zack. So, einmal noch. Das bitte nicht, mein Großer. Sehr gut erledigt. Ja, inzwischen, wie gesagt, die haben halt einen Angriff, mit dem sie einen immer noch one-hitten können. Das ist echt unschön, aber ansonsten geht's ja so halbwegs. So, wo sind jetzt diese ganzen Ratten hier? Da seid ihr. Was auch immer, sind das überhaupt Ratten? Ach, bloß nicht versteinern, Freunde. Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Gut. Was? Großschwert des Schwarzen Ritters? What? Das haben wir doch schon mal gefunden, oder? In der Truhe. Wieso lassen Ratten das Großschwert des Schwarzen Ritters fallen? What? So, da haben wir den roten Tränensteinring. Der erhöht unsere... unsere Angriffskraft, wenn wir wenig Lebensenergie haben. Ah ne, das ist der Rotaugenring. Haben wir den blauen Tränensteinring eigentlich schon? Wappen des... Ach ja. Wo ist er denn? Ah da, ja, wir haben den blauen Tränensteinring schon. Dieser Ring ist mit einem Tränenstein besetzt. Er reagiert, wenn der Träger in Gefahr gerät und erhöht vorübergehend dessen Angriffskraft. Kaitha, die Göttin der Tränen, beweint die unverdient Gestorbenen mit Tränen so rot wie Blut. Es heißt, der Stein in diesem Ring sei eine solche Träne. Ja, und der blaue Tränensteinring gehörte ja auch dazu. Und das war auch irgendwas mit Kaitha, falls ich mich noch erinnere. Falls ich mich noch richtig erinnere, aber so viel Unterschied macht das jetzt auch nicht mehr. So. Da haben wir nämlich so ein fettes Tor. Und da hieß es damals, wir müssen das Siegel, oder beziehungsweise wir haben schon mal so ein Tor gesehen, genau, bringt das Symbol des Königs in euren Besitz. Das haben wir auch tatsächlich schon. So, man muss ja, das ist etwas, was ich ehrlich gesagt ein bisschen sinnlos finde, man muss ja halt immer den Ring anlegen, den Königsring. Dann geht jetzt das Tor auf und dann kann man den Ring auch wieder ablegen. Also irgendwie sau sinnlos. Hätte man doch auch einfach so machen können, dass das automatisch aufgeht, wenn man den im Inventar hat, oder? Ich meine, der Ring bringt mir ansonsten, glaube ich, nichts. Und damit sind wir in Aldias Festung. Jetzt geht das Tor wieder zu? Nee. Sehen wir uns hier mal ein bisschen um. Ach Gott, da sehe ich schon wieder den Schatten von diesen Ratten. Warum sind denn das so viele? Warum zum Geier sind denn das so viele? Das mag mir irgendwie nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob das Ratten sein sollen. Oder was das genau darstellen soll. Diese Viecher sind aber viele. Das Problem ist, sie können mich halt versteinern. Und das ist echt nicht schön.
muss ich halt echt aufpassen. Weil Versteinern ja Instant Death ist. Das heißt mal wieder ein bisschen... Oh, shit. Okay, eine von denen ist noch. Aber die ist erstmal zurückgerannt. Das ist gut. Das heißt, ich kann meine Versteinerung ein bisschen abklingen lassen. Puh. Und kann jetzt sie mir holen. Sehr schön. So, jetzt sammle ich hier erstmal Items ein. Ich habe da noch eine Truhe gesehen. Köderschädel. Ah, die hätte ich vielleicht benutzen können hier, hä? Giftiges Wurfmesser. So, und da haben wir eine Truhe. Also, der hat... Ach, guck mal, der hat wieder so eine komischen Klappen vorne dran. Ja, ist eine Mimik. Bloß weg hier. Weil die verspeisen einen ja so schnell. Daneben. Finstermaske und missgestalteter Schädel. Ey, jetzt kriegen wir das Finsterset langsam zusammen, hä? Jetzt haben wir schon die Maske. Da ist sie. Maske eines von der Finsternis überwältigten Ritters. Niemand kennt die wahre Identität jener Männer, die die Finsternis angeblich in ihrer Hand haben. Alten Legende aus der Fremde zufolge sind sie arme Seelen, die der Kunst des Lebensentzugs auf der Spur waren. Ja, so sieht das aus. Und dann haben wir noch irgendeine Waffe gefunden. Irgendeinen Kopf. Habe ich das richtig gelesen? Das war zumindest ein missgestalteter Schädel. Der Schädel einer nicht identifizierten Kreatur kann wie ein Großhammer geschwungen werden. Möglicherweise ein Drachenschädel. Ein seltenes Exemplar, vermutlich zu selten, um planlos herumgeschwungen zu werden. Ja, das könnte vielleicht aus ein kleiner Drache gewesen, hä? Was braucht er denn? Der braucht 35 Stärke. Ich kann ihn theoretisch zweihändig führen. Aber ja, gut. Wir bleiben mal bei unserer Waffe. Ich habe zu viele Sachen im Inventar. Ich sollte mal aufräumen. Was weiter unten? Ah ja. Okay, sehr schön. Damit haben wir das erstmal so weit hingekriegt. So, und hier ist erstmal ein Bonfire. Guckt mal, da sitzt Lucatiel wieder. Who are you? Oh. No, forgive me. I know you. Yes, of course. How goes your journey? I know not what you seek in this faraway land, but I pray for your safety. Please take these. Ja, jetzt gibt sie uns ihr Set, weil wir sie dreimal beschworen haben, gibt sie jetzt uns ihr Set, das Mirra-Großschwert und ihre Maske, ihr Wams, ihre Handschuhe und ihre Hose. Consider this thanks for keeping me sane. Ja, sie ist schon ein bisschen, ja, wie gesagt, sie hat ja auch nach einer Lösung ihres untoten Fluchs gesucht, aber hat den scheinbar auch nicht gefunden. My name is Lucatiel. I beg of you, remember my name. For I may not myself. My name is Lucatiel. Okay. I beg of you, for I may not. Und das ist dann auch das Ende tatsächlich von ihrer... Ja, Quest. Im Prinzip kann man davon ausgehen, dass sie kurz danach zur Hülle wird und sich an nichts mehr erinnert. Und auch ihren Bruder, den sie ja finden wollte, nicht mehr wiederfindet. So, wir gucken uns aber mal ihre Sachen an, auf jeden Fall. Boah, jetzt muss ich erstmal ihr Schwert in dem ganzen Gelumpe finden da. Mirra Großschwert. Den stolzen Rittern von Mirras offizieller Garde ausgehändigtes Großschwert. Dieses Exemplar wurde von Lucatiel geführt. Dieses Großschwert erfordert fortgeschrittene Gewandtheit in einer seltenen und einzigartigen Kampftechnik. Auf die Klinge ist eine winzige Nachricht eingraviert, ein Versprechen an jemand Besonderes. Ja, ihren Bruder, ja, wie gesagt, Großschwerter sind nicht so mein Ding, die sind mir zu klein und zu langsam. Also sind halt so ein Mittelding zwischen Ultra-Großschwertern und schnellen Waffen, aber ich finde halt irgendwie, ja, ich nehme dann lieber sowas. So, und dann ihr Set noch, ihre Maske als erstes Mal. Da, Lucatiels Maske. An einem Zeremonienhut befestigte Maske gehörte Lucatiel aus Mirra. Normalerweise sind Hüte und Masken getrennt, doch diese beiden sind verbunden. Dazu dann ihr Set noch.
Lucatiels Wams. Von reisenden Rittern getragenes Wams gehörte Lucatiel aus Myra. Nur wer sich auf dem Schlachtfeld auszeichnete, wurde in die Elite des offiziellen Myra-Ritterordens aufgenommen. Man hört oft von Bauern, die davon träumen, als Ritter allem Mühsal zu entkommen. Doch wer hätte gedacht, dass dies tatsächlich möglich ist? Dann noch ihre Handschuhe. Ja, ich glaube, das ist das gleiche nochmal, ja. Zack. Und die Hose dazu. Davon habe ich ja irgendwie am meisten. Oh, mal. Das Set können wir ja vielleicht auch mal nehmen, bloß ohne die Maske. Passt das zu uns? Ich meine, es hat schon was, oder? Na ja, komm, wir nehmen es mal. Why not? Ich meine, jetzt haben wir zwar relativ... Wir sind gerade mal bei 50%, aber das passt schon irgendwie. Ach Mist, jetzt habe ich die ganzen Gegner ja wieder... Ach, und jetzt ist Lucatiel verschwunden. Jetzt habe ich die ganzen Gegner hier wieder belebt. Das war nicht so clever. Na, hoffen wir mal, dass die mich nicht sehen. Wir suchen hier mal noch ein bisschen weiter. Da ist das Königstor. Da ist noch ein Item. Der Feuersamen. Ich könnte meine Pyromantieflamme echt weit aufbessern, wenn ich da noch Lust drauf hätte. Ich meine, die kostet ja eigentlich nichts ansonsten, ne? Also man braucht nichts darauf skillen. Das ist ja eigentlich das Schöne an dem Ding. Schimmernder Lebensstein. Nehme ich auch ganz gerne. Ich meine, ich brauche sie irgendwie nicht. Ich finde halt 12 Estes sind fast schon genug, aber hey. Dämmerungskraut. Ja, ich weiß nicht. Aber ich glaube, an das Set könnte man sich gewöhnen. An das Lucatiel-Set hier, hä? Muss man mal schauen. So. Alter, was ist das da vorne denn? Da wackelt irgendwas. Oh, und da kommt Aslatiel aus Myra, ein Finstergeist. Oh, der kriegt ja gut Damage auf jeden Fall. Wow, aber der haut auch ganz gut zu, ne? Ah, das wäre fast ein Backstep gewesen, mein Freund. Ja, und damit haben wir ihn besiegt. Ich vermute mal... Nein. Ich krieg das, den Gegenstand nicht, den er ab und an droppt. Ab und an kann er einen Gegenstand droppen, nämlich sein Schwert, glaube ich. Die Wahrscheinlichkeit ist aber saugering. Und in dem Schwert kann man im Prinzip dann davon ausgehen, dass es sich dabei, so wie wir auch von der Kleidung vielleicht schon gesehen haben, dass es sich dabei nämlich um Lucatiels Bruder handelt. Also sie hatte fast ihre Reise beendet, hatte es fast geschafft, ihren Bruder wiederzusehen. Aber kurz vorher ist sie dann scheinbar doch zur Hülle geworden. Ja, und jetzt gucken wir mal hier rein. Ach, ich dachte schon, was kommt denn jetzt von hinten? Was ist denn mit diesen Dingern hier eigentlich? Was ist denn da drin? Ich will es lieber nicht herausfinden. Ein toter Drache, hä? Hallo? Was liegt der denn hier drin? Schwindende Seele. Gucken wir uns hier mal noch ein bisschen um. Ich glaube, hier war irgendwas noch mit den Fackeln, ne? Oh, was ist das denn da? Ein Nebel? Ach nee, da sitzt einer dahinter. Please, just stay away. No, please, don't come near me. Nothing good will come of it. Mhm. Just leave me alone, please. Leave this place and leave me be, as I'd not see any harm befall you. Ach so? Please, just leave me alone. Lass mich doch mal mit dir reden. Please. Na gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann lassen wir ihn mal alleine. Wir kommen zu ihm auf jeden Fall gleich nochmal zurück, wenn ich gestorben sein sollte irgendwie. Den Hebel da werden wir erstmal nicht betätigen. Interessanterweise, ich weiß noch, bei meinem ersten Mal standen hier tausende Nachrichten, dass man es nicht tun soll. Das werden wir später mal machen. Vielleicht, vielleicht ist das, wenn man eine Hülle ist. Ja, also wir gehen hier auf jeden Fall nochmal zurück, wenn wir eine Hülle sind. Weil mit dem gibt es tatsächlich noch eine ganz interessante Sache. Und ich glaube, irgendwas war hier auch mit Fackeln. Ich mach mal die Fackel da an. Ich glaube, man musste hier die Fackeln anmachen. Aber ich bin mir nicht mehr 100% sicher, um ehrlich zu sein. Deswegen gucken wir einfach mal. Oh. Das lässt einen Finstergeist erscheinen. Das ist ja nicht so nett.
Aber gegen meine mächtige Klinge hast du keine Chance. Ah, shit. Na, komm her. Versuchst du gerade meine Schläge zu blocken? Das ist keine gute Idee, mein Freund. So, ich meine, hier kann ich jederzeit die Fackel wieder anmachen. War hier noch eine Fackel? Ich wusste, irgendwas hat es mit den Fackeln auf sich. Müssen mal gucken. Ich glaube, hier gibt es noch mehr Fackeln, die wir anmachen könnten. Oder die wir anmachen müssen. Ach, dieses Gewackel da, ne? So, dann gucken wir mal. Hier kommt man auf jeden Fall vorbei. Sehr schön. So. Ah, okay. Ich dachte schon, da oben ist ein Ogre versteinert. Der interessiert mich jetzt erstmal nicht. Ich höre hier irgendeinen Lizard. Ist der noch ein Stockwerk weiter oben? So, du hast keine so eine Klappen, aber irgendwas sagt mir, dass das auch eine Falle ist. Bloß keine Mimikfalle. Okay, nee. Verstärkte Zauberbarriere. Das ist ein Zauber auf jeden Fall. Starker, ach stimmt, den haben wir auch noch. Starker Zauberschild. Erfüllt den Schild in der Schildhand. Nee, das hatten wir schon. Verstärkte Zauberbarriere ist was anderes. Das ist Reparatur. What? Ist das ein Wunder? Ah ja, kann sein, weil es bestimmt von Havel gemacht wurde, ne? Ein Wunder mächtiger als Zauberbarriere. Erhöht die Resistenz gegen Magie, Blitz, Feuer und Finsternis. Die Ritter von Mirra durften sich nur auf ihre Ehre und Fechtkunst verlassen. Magie war nur im Kampf gegen Widersacher erlaubt, die sich selbst bedienten. Könnte man theoretisch auch benutzen, finde ich. Das wäre an sich auch eine coole Idee, glaube ich. So, gucken wir mal in diesen Spiegeln. Da ist doch einer drin. Ah ja. Und der bricht aus. Dach. Komm, Backstep. Wieso krieg ich keinen Backstep? Warum greift er mich nicht an? Was ist mit dem Typen kaputt? Okay, der ist irgendwie komisch gewesen. Und ich höre schon wieder so einen hässlichen Frosch hier. Hier ist auf jeden Fall ein Item. Der ist offensichtlich nicht aus dem Spiegel rausgekommen. So, ist da einer? Ja, da ist einer drin. Da ist ein Summon-Sign. Na komm raus, gleich hast du es geschafft. Aus irgendeinem Grund kann ich die nicht backstabben. Doch, jetzt. Und tschüss. Ihr versucht aus den Spiegeln auszubrechen, nur um zu sterben. Da auch einer raus? Irgendwo ist hier ein Frosch. Kommt da noch einer? Ah ja. Ich hole mir so lange mal das Item. Oh, sehr schön. Fossiler Drachenknochen und Ritualband des Ordens +2. Ich denke mal, nachdem die kurz aus dem Spiegel gekommen sind, kann man sie noch nicht backstabben. Ja. Ergibt schon irgendwie Sinn, damit man es nicht zu einfach kann. Was irgendwie sie aber nicht gefährlicher macht, habe ich das Gefühl. So, du scheinst auch keine Mimik zu sein. Und wir finden Leuchtkäfer. Ah, das sind die, die Bosskämpfe einfacher machen können, ne? Mietklinge Luet. Aha. Der hat ein Doppelschild. Ja, der hilft mir bestimmt. Warum heißt er dann Mietklinge? Er müsste Mietschild heißen. So, da oben haben wir diesen Typen. Den will ich ehrlich gesagt nicht entsteinern. Ich glaube, ich habe nämlich auch nur einen von diesen Branches gerade, ne? Genau, nur einen Duftzweig. Das muss nicht sein. Ist das irgendwas? Nö. Na, guck mal, da ist eine brennende Fackel. Wie gesagt, ich denke, man muss hier die Fackeln noch irgendwie anmachen, aber... War das nur... Oh, Gottes Willen. Da ist auf jeden Fall noch ein Versteinerter. Ach, du heilige Scheiße, was ist denn mit dir? Was ist das? Ach so, die sind versteinert. Oh, der hält ja zum Glück nicht viel durch. Ja, ja, dahin kannst du es machen. Alter, hält der aus? Oh. Das ist nicht so geil, dass der das kann. So, ich bleib trotzdem hinter dir. Tschüss, du dummer Frosch. So, was ist denn hier für ein Item? Rotes Wasser. Hier sind ein paar Versteinerte. Gut, das ist logisch bei dem Typen.
wenn der hier daneben ist. So, hier müsste doch dann jetzt wahrscheinlich der Lizard sein, den ich die ganze Zeit höre, oder? Wo ist der denn? Ich höre ihn immer noch ganz leicht. Das ist keine Mimik, oder? Nee. So, off. Und da kann ich auf jeden Fall noch eine Fackel anmachen. Vielleicht habe ich irgendwo noch was übersehen. Toll, zwei Asketen-Leuchtfeuer. So, wie viele von den Dingern habe ich noch? 9. Ja, komm. Bam. So, dann kommt jetzt wahrscheinlich wieder so ein Gegner, oder? Ah ja, da ist er doch. Da ist er doch. Was willst du denn eigentlich von mir? Hast du irgendwas dagegen, dass ich diese Fackeln anmache? Oh, yes. Hey, wieso habe ich den Visceral nicht gekriegt? Ich hatte seine Ballons durchbrochen. Haha. What? Ich hätte schwören können, dass das sein Ende sein müsste. Naja, gut. So, einmal kurz ein Estes genommen und dann nochmal die Fackel angemacht. Falls es hier noch irgendwo Fackeln gibt. Ich glaube, da unten, wo der Ogre halt noch stand, gibt es theoretisch noch einen Ort. Hier links können wir nämlich noch die Treppe runter. Ja, genau, da steht der Ogre. Aber ich meine, ich muss den Ogre ja nicht entsteinern. Das bringt ja auf jeden Fall nichts, weil ich kann einfach an ihm vorbeigehen. Und da unten war ich auf jeden Fall schon. Habe ich jetzt alle Fackeln schon angemacht? Ich höre halt immer noch den Lizard. Irgendwo ist hier noch was. Ich höre dieses blöde Vieh die ganze Zeit. Irgendwo hier muss noch was sein. Hier ist er irgendwo in der Nähe. Ist hier irgendwo eine versteckte Wand? Der ist hier ganz in der Nähe. Ich höre es genau. Nee. Hier irgendwo. Aber eigentlich kommt es von links. Könnte noch unter mir sein, aber unter mir war ich doch schon. Hm, ich bin verwirrt. Ich meine, da unten war ich schon. Da war ich, da habe ich das Licht angemacht. Kann ich noch irgendwelche Fackeln anmachen hier? Irgendwie, ich glaube, kann ich die Fackeln da vielleicht anmachen? Nee. Okay, ganz kurz, ich suche mal ganz kurz noch nach Fackeln, weil ich glaube, man kann hier noch Fackeln anmachen. Wir gucken mal. Warum kann ich die Fackel da nicht anmachen? Naja, wir sehen uns mal gleich wieder. Bis gleich. So, und damit sind wir wieder zurück. Ihr fragt euch vielleicht, was das jetzt für ein seltsamer Übergang war. Ja, ich habe ja gesagt, ich würde gerne eine Hülle nochmal sein. Das hat zwei Gründe, warum ich das tatsächlich wollte. Der erste ist, dass wir jetzt keine Seelen mehr haben. Und bevor ich mir tatsächlich jetzt nochmal meine Seelen zurückhole, können wir jetzt nochmal ganz kurz zu dem Typen da drüben gehen. Und können ihm... und er gibt uns jetzt, glaube ich, noch eine Rüstung, ne? You need armor. Go ahead. See what I'm offering. Weil wir so arm sind. In a spot of bother, are we? Here, take this. My compliments. Helm des Aurus, die Rüstung des Aurus, die Stulpen des Aurus und die Gamaschen des Aurus. Sure? Das gucken wir uns natürlich mal ganz kurz an, was das für ein Set ist. Wobei ich mit dem Mirror-Set fast schon ganz nett bin. So, der Helm des Aurus. Helm der Könige des Wüstenlandes Yugo. Zuerst von Aurus, dem heldenhaften Gründer des Landes, getragen. Der Legende zufolge besteht die Rüstung des Aurus aus einer mysteriösen Substanz, die für Feiglinge unsichtbar ist. Was sagen eure Augen euch? Erhöht Höchstbelastung durch Ausrüstung. Oh. Ja, man sieht halt, die sind ein bisschen durchsichtig, diese Rüstung. Ist das das gleiche nochmal? Ja, da ist man so leicht nackt, aber nur wenn ihr ein Feigling seid, ne? Dann ansonsten könnt ihr das voll sehen. ansonsten könnt ihr das voll sehen. Es sieht halt schon ein bisschen dämlich aus. Ja gut, lassen wir das mal sein. Wir nehmen wieder unsere Mirror-Rüstung jetzt. Und dann, weil wir jetzt eine Hülle sind, haben wir jetzt auch noch einen anderen Vorteil. Und zwar
hole ich mir jetzt erstmal meine Seelen zurück. Zwei Sachen will ich jetzt erstmal noch machen, ganz kurz. Erstmal, bevor ich jetzt wieder losgehe, will ich mal, ich habe natürlich vorher meine Seelen in den Level ausgegeben, habe dann aber gesehen, ich brauche nur noch einen fossilen Drachenknochen, deswegen nehme ich mir mal ganz kurz so eine fette Seele hier. Oh, das dürfte nicht mal reichen, dann nehme ich mir halt noch so eine dazu, weil ich muss ja auch noch aufbessern. So, dann kann ich mir nämlich bei ihr hier mal einen fossilen Drachenknochen kaufen. Den ich noch brauche. Und dann kann ich nämlich das Schmelzergroßschwert auf Maximum bringen jetzt. Wenn ich genug Seelen hätte. Toll. Das war knapp mit den Seelen. Dann hau halt noch so eine rein. So. Verstärken. Damit ist das jetzt auch auf Maximum. Damit kommen wir jetzt langsam dahin, dass wir alle Waffen soweit maximieren. Ich meine, wir haben jetzt die Zwillingsklingen, wir haben das Schmelzergroßschwert, wir haben die Hellebarde des Schwarzen Ritters, wir haben den Zweihänder, wir haben das Nodachi. Ja, ich glaube, das sind unsere Waffen, die wir momentan auf Max-Level haben dann jetzt. Da werden wir mal gucken, dass wir... Also ich will natürlich das Uchigatana noch auf 10 bringen, damit unser Power Stance-Build dann auch komplett ist. Also wie gesagt, Build ist immer so ein bisschen übertrieben. Aber ihr wisst, was ich meine. Damit der Power Stance dann auch durchgeführt werden kann, komplett. Und ansonsten müssen wir mal gucken, was das... Also es gibt noch eine Waffe, die ich auf jeden Fall verstärken will, aber ich vermute mal ganz stark, dass die Funkeltitanit benötigt. Wobei ich mir nicht 100% sicher bin, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die Funkeltitanit benötigt. Aber bis wir die Waffe finden, dauert es eh noch ein bisschen. Wir können höchstens nochmal gucken, ob es irgendwann noch eine coole Bosswaffe gibt. So, wir sind jetzt eine Hülle, ne? Und jetzt gehen wir zu dem Typen hier nochmal, der hier hinter der Magiewand saß. Und reden nochmal mit ihm. Well, you're nicely hollowed, aren't you? Are you tormented by memories? Burden. Now the question, are you ready for more? If you are, then we ought to talk. Okay, was hast du mir denn zu sagen? This contains my power. Long ago, this naive vessel of mine set about devising new spells. The fool dreamt of bringing new forms of magic into the world. But instead, he created me. Mostly by chance, but he did a fine job, I must say. What he sought was strength, and so I decided to demonstrate. While my vessel slept, I'd find my mark and hunt him down. But my vessel did not approve. And so while I slept, he sealed the both of us away. Ja, also wie man jetzt schon merkt, der Mann, der hier drin gefangen ist, hat offenbar zwei Persönlichkeiten. Eine dunklere, die zu uns spricht, wenn wir Hülle sind, und eine, ja, hellere, wenn man das so sagen kann, die zu uns spricht, wenn wir menschlich sind. Und ja, die gute Seite, wenn man das so sagen kann, hat die beiden hier eingesperrt, weil die dunkle Seite offensichtlich etwas getan hat, was er nicht so wollte. No, I don't have anything against humans. But how is it that you go about defining good and evil? I'm only using what the gods gave me. How can that be so wrong? So what say you to a spot of murder on my behalf? If you don't, I'll leave this place and take more lives. Many more. I couldn't give a fig either way, so what's your choice? Ja, wir können Ihnen jetzt bei seinen Attentaten helfen. Wir sagen mal ja. Yes, I see how very kind of you. I want you to kill a merchant named Gilligan. A greedy, foul man. He won't be missed, I assure you. Yes, bring me a ladder miniature as proof. Is the only person who'd have such an odd knick-knack. Ja, und jetzt wisst ihr auch, warum ich das Ding damals gekauft habe. Weil er schickt uns jetzt tatsächlich los, verschiedene Personen zu töten.
Und wir sollen ihnen dann immer einen Beweis bringen. Und bei jeder Person gibt es die Möglichkeit, diesen Beweis auch zu bekommen, ohne die Person zu töten. Und bei Gilligan ist es eben, indem man dieses Miniaturstück kauft. Fine work. This is my thanks. Take it. Ja, und wir bekommen dafür jedes Mal irgendein Item von ihm. Ein besonderes Item, das man auf andere Art und Weise nicht bekommt. Now let's discuss our next mark. Ja, was ist denn das nächste? I want you to kill one more. Your target will be Kale, the man who's drafting that map. While I was trapped in here, he touched me, that maniac. Like I was some rare specimen. He wore a strange helm. Bring it back as proof. Ja, und hier kommt jetzt leider das Problem schon. Ich sag mal ja. Yes, I knew I could count on you. Perhaps this will slake my thirst. So, hier gibt's jetzt ein kleines Problem bei der ganzen Geschichte. Und zwar Kale. Bring his help. Wir kennen Kale, wir haben ihn getroffen, er entwirft die Karte. So, wir könnten ihn jetzt natürlich umbringen und würden seinen Helm erhalten, klar. Es gibt natürlich auch wieder eine andere Möglichkeit, an den Helm zu kommen, und zwar indem man Kales Quest weiterführt. Das Problem ist, um Kales Quest abzuschließen, Kales Quest können wir erst ganz, ganz am Ende des Spiels abschließen. Was ein bisschen schade ist, weil die anderen beiden Ziele, die er uns noch nennt, ich kann es ja mal sagen, das eine ist dieser Hexer, den wir hier bei dem Jägerhain getroffen haben, vorm Jägerhain. Da sollen wir ihm nämlich den Stab bringen, den er uns geschenkt hat, für 20 Wille und 20 Intelligenz. Und dann sollen wir für ihn auch noch die Smaragdbotin töten. Da sollen wir ihm ein Item bringen, das ich jetzt erstmal noch nicht weiter erklären werde, weil das das wird später noch interessant werden. So, diese beiden könnten wir tatsächlich jetzt bzw. in näherer Zukunft erledigen. Das Problem ist, Kale können wir wirklich erst ganz am Ende des Spiels erledigen, es sei denn, wir töten ihn jetzt. So, jetzt will ich aber ungern Kales Quest komplett umhauen, nur um ihm hier den Helm zu bringen. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht wenigstens die anderen schon vorher abschließen kann. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, scheißen wir mal auf seine Questline in Anführungsstrichen hier, weil ich finde ganz ehrlich, seine Quest ist halt einfach nur, bring ihm die Stücke, die du halt von den Typen irgendwann, wenn du was gemacht hast, von denen auch normal bekommst, und du bekommst dafür halt ein paar besondere Items, die es halt auf keine andere Art und Weise gibt, wie den Zerstreuungsring. Dieser Schutzring trägt Edelsteine in 4 Farben, er erhöht die Abwehr des Trägers gegen Magie, Blitz, Feuer und Finsternis. Die Kunstfertigkeit, die erforderlich ist, um die unterschiedlichen Kräfte von 4 verschiedenen Steinen in einem Ring aufeinander abzustimmen, kann man nur als transzendental bezeichnen. Es gibt nur einen Zauberer, der so etwas vollbracht haben könnte, einen Mann aus dem untergegangenen Land Olafis. Ja, das ist natürlich er hier, dieser mächtige Zauberer. So, jetzt gibt es aber natürlich auch noch eine Möglichkeit, wir könnten ihn dementsprechend jetzt einfach sitzen lassen und das Ganze ignorieren. Und könnten vielleicht am Ende des Spiels nochmal wiederkommen. Aber das wäre auch irgendwie langweilig. Wir können nämlich auch was anderes machen. Wir können nämlich auch den Hebel hier hinten ziehen. Ah, und jetzt sind nämlich die Nachrichten auch da, die einem sagen, dass man das nicht tun soll. Und ich würde sagen, wir machen es. Weil ich finde den Teil seiner Questline viel interessanter. So, was wir jetzt im Prinzip gemacht haben ist, wir haben seine Zelle geöffnet und haben ihn freigelassen. Damit erstirbt die ganze Questline rund um die Morde tatsächlich. Aber es gibt dafür was anderes. I hope you appreciate the ramifications. Well, no matter. What's done is done. Besides, I've found myself a new mark. So, wen denn? Das gefällt mir überhaupt nicht, diese Lache. I'll spend some time traveling the lands. Slowly tracking my new mark. I'll spend some time. Okay. So, und jetzt können wir eigentlich mal ganz kurz nochmal ein Menschenbild nehmen, um nochmal mit seiner anderen Hälfte zu reden. By the very gods! What have you done?
really done it. You'll never escape him. Ja, und jetzt können wir bei ihm noch Zeug kaufen. Wir können den Mondhut kaufen. Von Astrologen in Melfia getragener Hut. Astrologen sind davon überzeugt, dass bei speziellen Anordnungen der Sterne magische Kräfte erlangt werden können. Selbst die geballte Weisheit der Melfia-Zaubererakademie vermag keinen Zauber vom Himmel zu holen. Doch die Gedanken der Astrologen führten zur Erschaffung neuer, äußerst nützlicher Zauberapparate. Astrologengewand und Stulpen und das Unterteil. Oh. Schwarze Hexegewand von Sully, der Hexe, der Verführerin von Alva, dem Wanderer, getragenes Gewand, bietet hervorragenden Schutz vor Magie. Ihre Maske hatten wir ja schon gefunden. Als Sully die Hexe herausfand, wie ergeben Alva der heiligen Seretta war, setzte sie alles daran, ihn zu verderben, doch letztlich verbrachte sie ihr Leben mit ihm und unterstützte ihn. Ohne Herzensrührung und ungeliebt fand die Hexe am Ende doch Erleuchtung in ihrer nichtigen Existenz. Ich glaube, das hatten wir schon mal so gelesen. Wir hatten die Maske von ihr gefunden, glaube ich, ne? Und den Hut noch, ist das noch was anderes? Nee. Wir hatten die Maske von ihr mal gefunden. Er hat hier noch den Donnerquarzring plus 2, gut. Blitzgroßpfeile, Feuergroßpfeile und Zerstörungsgroßpfeile, nicht schlecht. Drachenamulett, Grottes Wasser, Asketenleuchtfeuer und große Zauberwaffe und starker Zauberschild. Ich glaube, wir hatten die Maske von ihr. Ja, genau, von Sully, der Hexe, der Verführer, der Hexe, von Sully, der Hexe, der Verführerin von Alva getragene Domino-Maske. Dadurch haben wir ihre Geschichte schon mal gehört. Ja, schauen wir mal, was sein neues Ziel sein wird. Ich kann es ja vielleicht auch schon mal ganz kurz verraten. Das da ist Navlan, der große Zauberer. Und von Navlan haben wir schon öfter mal was auch in Zaubern tatsächlich gelesen. Jetzt müsste ich mal ganz kurz gucken. Also es gab schon öfter, falls ihr euch erinnert, mal den Hinweis auf Navlan. Und das ist halt dieser berühmte Zauberer, den wir jetzt hier... Genau, Seelenblitz... Nee, das ist Straight, okay. Das war jemand anders. Das ist jetzt dieser große Zauberer, den wir schon ab und an... Von dem wir schon ab und an gelesen haben. Sag mal, hat der Heck hier Finsternis gemacht? Ich glaube, es war Finsternis, hä? Ne, Gilia. Da, der Ketzer Navlan, Lebensreste zum Beispiel. Der Ketzer Navlan wurde mit seinem gesamten Dorf hingerichtet und die bloße Erwähnung seines Namens galt als Verbrechen. Manche behaupten, er habe die verbotene Kunst der Wiederbelebung zurückbringen wollen. Ja, und dabei hat er wahrscheinlich den erschaffen, den anderen. Diese andere Seele in sich, vermute ich mal ganz kurz. Wir hatten ihn aber noch öfter gelesen. Vielleicht haben wir ihn noch bei Stäben oder sowas gelesen. Kann auch tatsächlich dabei sein. Ich bin mir jetzt gerade nicht 100% sicher. Aber wir hatten Navlan auf jeden Fall schon mal öfter. Das war nicht das erste Mal. Da bin ich mir 100% sicher, dass wir Navlan auch noch auf anderen Wegen gelesen haben. Aber wahrscheinlich bei Ringen oder sowas vielleicht. Mr. Flint. Nee, gut. Jetzt haben wir natürlich viel Zeit damit verbracht. Fackelmäßig wird es auf jeden Fall noch weitergehen. Aber ich dachte, ich wollte halt mal gucken, ob ich vielleicht noch irgendwie sterbe auf natürlichem Wege. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann töte ich mich einfach, machen wir es so. Ach Gott, der lebt wieder. Ich glaube, solange man den ignoriert, kann man einfach an ihm vorbeilaufen, oder? Ich meine, ich hatte ja fast gehofft, dass der mich tötet, damit ich eventuell, damit ich eventuell das machen kann. Aber hey, gut, ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's hier weiter. Da geht's dadurch das Tor. Dafür müssen wir offensichtlich hier an dem Hebel ziehen. Aber ich würde sagen, was uns dahinter erwartet in Aldias Festung, das seht ihr dann erst beim nächsten Mal von Let's Play Dark Souls 2. Bis dahin und ciao.